ready-to-wear was such a bomb, an incredible revolution in the fashion industry. It was an incredible convenience to more people. So what happens after the war that everything changes? All of a sudden, you had to dress a large number of people. How to do that in an industrialized way? And it was through ready-to-wear. No longer did you have to wait several weeks and sometimes months to go in and get the dress that you ordered, but you wanted it right away, instantaneously. We think that today it's all about Instagram. We're talking about 60, 70 years ago. First and foremost, it's about a vision. And if ready-to-wear needed a stamp of approval, it finally arrives thanks to Yves Saint Laurent. In 1966, he will open his ready-to-wear line. A ready-to-wear line that was made specifically for the youth, specifically for the young, and specifically with style. Non, c'est parce que c'est très différent. C'est la ma façon de travailler très différente d'un prêt-à-porter. So change is always a scary thing, but it's also a wonderful moment to disrupt and an opportunity to create something new. And in the 50s and 60s, it was about that. It was about the change from haute couture to ready-to-wear. Paris ging ja sofort los nach dem Krieg mit diesem gewaltigen Jubel. Vor allem die Mode, die Couturiers, die Designer, die Stoffhersteller fanden sich wieder zusammen, um zu sagen, wir starten. Schiaparelli, Balmain, Christian Dior. Und das waren für meine Mutter Helden. Und mit denen zusammenzuarbeiten und zu sehen, wie sie das machen, das wollte sie. Was Anne Burda von Anfang an wollte, war die Vision, die Frau sich selber wieder schön finden zu lassen. Und dass es dazu eben auch die entsprechende Kleidung bedarf, lag eigentlich auch auf der Hand. Diese Vision hat sie mit Burda-Moden und mit eben dieser Idee, die Schnittmusterbögen den Heften beizulegen, dass man sozusagen das Modell, was man da fotografiert sieht, auch selber sich anfertigen kann. Die finde ich sehr, sehr, sehr positiv und sehr weitreichend, nicht nur für die damalige Zeit. Sie war schon sehr empfänglich für Kunst und hat sich, glaube ich, von all diesen Sachen inspirieren lassen. Aber das, wo sie die Schnitte her hatte, waren dann doch die Modenschauen in Paris, wo sie sich, glaube ich, nach und nach ihren Platz erkämpft hat. Sie hat gegen die Widerstände der Gesellschaft eines der größten Modemagazine der Welt geschaffen. Also von daher, das, was sie da erkämpft hat für sich und für die Frauen, ist auch heute noch von großer Bedeutung, finde ich. Die wichtigsten Dinge meiner Meinung nach sind Mut zum Risiko, Mut zur Verantwortung und Entschlussfreudigkeit. Und das sind drei Eigenschaften, die man den Frauen gerne abspricht.